perfekt zum Silvester kommt dieser Part. Okay, eigentlich nicht. Ich nehme das perfekt am Silvester auf. Das passt auch, denke ich mal. Herzlich willkommen zum Pokémon Mega Rubin. Yeah! Und das wirkt nicht mehr. Ist mir völlig egal. Denn ich komme bis dorthin locker noch hin. Ich hätte es doch machen müssen, weil ich muss ja irgendwo hier hin durch. Okay, naja. Ich hoffe, dass hier keine Pokémon kommen. Auf jeden Fall, ich nehme das wieder am Silvester auf. Wieder vorausnehmen hier. Ja, damit ich auch ein bisschen mehr voraus habe. Ist einfach viel besser, denke ich mal. So, wohin? Wohin müssen wir? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich glaube, hier hoch. Scheint so, oder? Warte mal. Sind meine Pokémon? Ja, ich könnte meine Pokémon heilen. So, das Ende der Welt droht auf jeden Fall seit dem letzten Part. Wer da nicht, wer den letzten Part nicht verfolgt hat, der sollte das mal machen. Denn sonst wisst ihr nämlich nicht, was hier passiert ist. Oder ein kurzer Zusammenschnitt könnte ich euch auch noch sagen. Unser Groudon wurde befreit mit dem roten Edelstein durch Mark. Und jetzt sind wir hier in dieser Apokalypse stecken geblieben. Ich weiß nicht wieso. Naja, ich denke mal, dass es logisch ist. So, wohin müssen wir? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich hier durch oder so. Kann ich hier rein? Die Tür ist zu. Okay, das heißt, ich kann hier noch nicht rein, Brudis. Wo muss ich hin? Das wünschte ich mir, wüsste ich hoffentlich. Ich wünschte, ich wüsste es, aber scheint so, als würden wir hier nicht durchkommen. Doch, wir machen das Schutzitem rauf, okay. Hier kommen wir nicht durch, okay. Das heißt, wir müssen ganz woanders hin. Wo müssen wir denn hin? Das ist eine große Frage. Ah, hier. Okay, das ist der einzige Ort, wo Sinn macht. Also, der Sinn macht. Wir haben überhaupt nichts anderes. Und wir müssen ja irgendwo Try treffen. Ich hoffe, wir treffen den irgendwo. Wahrscheinlich hier oben. Vielleicht. Nö, nicht wirklich. Okay. Hier? Nö. Ah, hier sind die. Hier ist der. Joker. Da bist du ja. Ich hatte dich schon erwartet. Diese brennende Hitze ist einfach schrecklich. Die Luft fühlt sich wie ein Feuer an, das den gesamten Planeten und alles Leben darauf verzehren will. Ach ja, komm doch mal eben hier rüber und hör dir an, was mein Freund zu sagen hat. Mein Name ist Vasili, ich bin hissiger Arenaleiter. Darüber hinaus bin ich auch der Wächter der Urzeithöhle. Deshalb weiß ich auch, dass diese Dürre durch eine Kraft verursacht wird, deren Ursprung in der Urzeithöhle liegt. Das ist doch der blaue Edelstein. Ich verstehe. Bitte folge mir. Menschen und Pokémon brauchen die Sonne zum Leben. Und trotzdem bereitet uns dieser Sonnenschein nur Kummer und Sorgen. Wenn die Sonnenstrahlen über Cinnoroh will, weiter an Intensität zu legen, verglüht irgendwann ganz Hoenn. Wir müssen etwas unternehmen. Und zwar bevor es zu spät ist. Team Magma und Team Aqua. Wir haben schon auf dich gewartet, Kleider. So, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um dem Jüngling jedes Objekt zu überreichen. Keine Sorge, ich weiß, was zu tun ist. Was dir mein untergebener Kalle gleich anvertrauen wird, ist die Frucht unserer Zusammenarbeit mit der Devon Corporation und zugleich das Aushängeschild der technologischen Schaffenskraft der Hoenn-Region. Magma-Anzug. Dieser Anzug wurde ursprünglich zur Vorbereitung unseres Zusammentreffens mit Groudon angefertigt. Gegenwärtig sieht es allerdings nicht danach aus, als ob uns diese Ehre noch zuteil würde. Daher bleibt uns nichts anderes übrig, als ihn dir anzuvertrauen. Ich bitte dich, jedoch eines zu bedenken. Niemand kann gewährleisten, dass dir der Magma-Anzug dort drinnen tatsächlich genügend Schutz bieten wird. Immerhin wurde das Magma im Inneren der Höhle durch die Naturenergie um ein Vielfaches verstärkt. Wahre Worte. Die Wahrscheinlichkeit ist so, dass die Temperatur des Magmas unsere Berechnung bei weitem übersteigt. Darin sehe ich keinen Grund zur Sorge. Er trägt schließlich den blauen Edelstein bei sich. Dieser Stein birgt uralte Kräfte, die ihm und seinem Pokémon-Team ausreichend Schutz bieten sollten.
Aber natürlich, jetzt wo du es sagst. Die alten Knacker am Pyreberg haben auch sowas gefaselt. Wie war das doch mal? Der rote Edelstein entfesselt bombastische Kräfte in Groudon und löst so die Metamorphose bei ihm aus. Mit dem blauen Edelstein hingegen kann man Groudon den Stecker ziehen und ihm seine Kräfte wieder nehmen. Ganz genau. Die Energie, welche die Urzeithöhle durchströmt, ist identisch mit der Energie, aus der Groudon seine immense Kraft schöpft. Also, sollte sie sich mit dem blauen Edelstein logischerweise nicht nur Groudons Kraft eindämmen lassen, sondern auch die Energie, durch welche die Gewalt des Magmas zum Inneren der Urzeithülle verstärkt wurde. Aber die Macht des blauen Edelsteins allein genügt natürlich nicht, um zu Groudon zu gelangen. Dieses mächtige Pokémon lauert nämlich am tiefsten Punkt der Höhenregion, der sogenannten Höhentiefe. Du wirst zusätzlich den Anzug tragen müssen, den du gerade erhalten hast. Erst dann bist du bereit, dich der Bedrohung der Natur zu stellen. Wer hätte gedacht, dass sich der blaue Edelstein eines Tages in deinem Besitz befinden würde, Joker? Sei unbesorgt, zusammen mit deinem Team Pokémon-Team kannst du alles erreichen, davon bin ich fest überzeugt. Uns Bewohner von Cernoroville ist es nicht gestattet, die Urzeithöhle zu betreten. Du musst also alleine gehen, egal was dich im Inneren auch erwarten mag. Der blaue Edelstein liegt in deinen Händen und mit ihm das Schicksal Hörens. Wenn ihr unsere Leute zusammentrommeln, um alle Opfer dieser Katastrophe zu kümmern. Ganz gleich, ob Mensch oder Pokémon. Kleiner, ich hasse es, dich dazu zu verdonnern, immer lange die Welt zu retten. Aber wir alle zählen fest auf deine Hilfe. Bitte vergib mir, es tut mir leid, dass ich immer von oben herab zu dir gesprochen habe. Noch mehr tut es mir jedoch leid, dass ich dir so viel abverlangen muss. Doch du und dein Pokémon-Team, ihr seid die Einzigen, die es mit Groudon aufnehmen können. Das Schicksal unserer Welt liegt in deinen Händen. Tu, was du tun musst. Joker! Zuerst hätte ich nur gehört, dass Cernoroville in Gefahr sei. Aber als ich dann mein Videonavi angeschaltet habe, warst du plötzlich in den Nachrichten zu sehen. Da konnte ich einfach nicht tatenlos rumsitzen und bin sofort losgedüst. Aber hä? Das sind doch Team Magma und Team Aqua. Ich komme heute aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Da geht wohl gerade etwas vor sich, was meine Vorstellungskraft weit übersteigt, stimmt's? Da frage ich am besten gar nicht erst nach was. Ich werde versuchen, dich zu unterstützen, wo ich kann. In Gedanken bin ich immer bei dir, Joker. Halt die Ohren steif, in Ordnung? Denn... ja, denn schließlich bist du mein allerbester Freund. Na dann, alles klar, Brudis. Wir müssen jetzt hier rein. Und wann muss ich den Schutzanzug denn anziehen? So, wir müssen jetzt einfach mal weiter nach unten, immer weiter nach unten. Wohin gehe ich denn überhaupt? Was ist jetzt los? Okay, ist ein Erdbeben. Entweder jetzt hier entlang oder da woanders lang. Ich habe keine Ahnung. Was ist hier überhaupt? Okay, ein weiterer Weg, bla bla bla. Es geht immer weiter runter. Wo ich keine Ahnung habe, was hier unten ist. Das kann ich anders wassern. Es gab so viele verschiedene Wege und es geht immer noch weiter nach unten, okay. Boah, dieser dieses Erdbeben da, das verursacht, dass ich nicht mehr laufen kann eine kurze Zeit. Nämlich, ich kann nichts drücken, ich kann nicht laufen. Das ist aber ein schöner Effekt, Mann. Okay, nochmal, ja bla bla, so. Och, muss ja nicht sein jetzt, das Erdbeben, ne? Das nervt ein bisschen, Nerfroind. My friend. So, jetzt muss ich da bestimmt den Schutzanzug anziehen. Okay, was ist hier? Zieh den Schutzanzug an. Gut. Joker hat den Magma-Anzug übergestreift. Joker hat den blauen Edelstein am Anzug angebracht. Aus dem Magma-Anzug ertönt eine Stimme. Hallo, hallo, kannst du mich hören? Ich bin es, Mark. Ich spreche über das Kommunikationssystem deines Anzuges zu dir.
Unsere Messgeräte hier draußen haben das Signal von Gordon aufgenommen. Stehst du ihm eventuell bereits gegenüber? Ja. Ich verstehe, dann hör mir bitte genau zu. Du musst nun deinen ganzen Mut zusammennehmen und auf den Rücken von Gordon aufspringen. Begib dich in... Die Verbindung ist abgebrochen. Da wird's Zeit, da drauf zu springen, auf seinen Rücken. Okay, wie mache ich das am besten? Ach, ich bin ja schon drauf gesprungen. Ah, cool. Einfach mal auf seinen Rücken. Chillig. Und es ist, der ist genauso groß wie ich, fast. Nur ein bisschen größer nur. So groß ist Growlithe gar nicht. Ich dachte, der wäre immer saugroß. Da ist er, Freunde. Da ist er. Und jetzt hat er auf einmal den Anzug nicht mehr an. Warum auch immer. So, Freunde, wir speichern hier. Weil hier können wir nämlich jetzt Groudon fangen. Ein Groudon erscheint. Ja, ich habe gespeichert. So, Endland von Groudon wirkt. Was ist das denn? Das Sonnenlicht wird sehr viel stärker. Okay, wir müssen ihn jetzt versuchen zu schwächen. Ich benutze erstmal Stärke. Ich will einfach erstmal Voltenso nicht überfordern. Oder eher gesagt, Voltenso bringt, glaube ich, nichts gegen Groudon, weil er ein Boden-Pokémon ist. Okay, viel zu stark. Viel zu stark, Brudis. Okay, warte mal. Ich benutze jetzt lieber ein, das ihn gleichgestellt ist. Metagross wäre gleichgestellt oder Gyarados. Gyarados wäre gleichgestellt. Er ist jetzt auf jeden Fall ein Proto-Groudon. So, Bedroher wirkt. Sehr schön. Gut. Ich kann, glaube ich, gar keinen Wasserattacken machen, oder? Kann das sein? Genau, ich kann nichts machen. Ich kann keine Wasserattacke machen, auf jeden Fall. Und das ist klar. Aber er ist ein Feuer... Okay, der ist auch ein Ei... Ach, bin ich blöd. Was benutze ich jetzt einfach mal? Komm, Snor. Feuer gegen Feuer. Ich mach das lieber mit Snor. Gyarados wird jetzt nichts bringen. Und ich mache jetzt ihn zur Megaform. Muss leider sein, Brudis. Und dann machen wir Doppelkick. Sehr schön. Let's go. Mein stärkstes Pokémon... muss ihn schwächen. Da habe ich wohl keine andere Wahl. Denk ich zumindest. So, Doppelkick. Doppelkick ist viel zu schwach noch. Er soll noch weiter so tief und fest schlafen. Temposchub, sehr schön. So, da möchte ich Sturzflug machen. Hä, wie cool. Und das zieht einigermaßen viel ab. Scheiße. What the fuck, Mann.
So, Doppelkick, komm. Ich fange hier an, zum Glück. Und hoffe, dass ich ihn noch... Oh, im roten Bereich. Jetzt müsste ich ihn langsam mal angreifen können. Und das war klar. Das war mir total klar, Brudi. Da kommt auch ein Metagross rein. Ne, das ist mein stärkstes Pokémon. Das ist ja noch viel, viel stärker. So, dann fange ich den. Jetzt versuche ich das mal zu fangen. So, jetzt zum ersten Mal fangen wir wieder ein Pokémon. So, einsetzen. Kann sein, dass ich es vielleicht schnell fange. Hoffe ich zumindest, wäre cool. Dann wird der Part halt nicht kürzer, sondern wir fangen dann auch gleich mal an, zur Siegestraße hinzugehen. Oder eher gesagt, den Arena-Orden zu machen. Och nee. Das muss jetzt nicht dein Ernst sein, oder, Pesser? Ach, was ein Wichser, Mann. Eisenschädel. Ne, wir machen lieber Hammerarm, oder? Hammerarm, komm. So, Hammerarm. Alter, das Groudon ist echt stark. Och, komm schon, das muss jetzt nicht sein. Erholung ist echt eine Scheißattacke. Hammerarm, komm. Sehr schön und zieht einigermaßen viel ab. Initiative sinkt, das ist... Nein! Das ist einfach viel zu stark, Mann. So, hier, Flammensturm bringt nichts. Er hat nur noch 5-mal Flammensturm und Bodenattacken und so weiter bringen nichts, weil er schwebt. So, dann Erdbeben machen wir jetzt. Machen wir mal Erdbeben. Ich hoffe, es überlebt. Nein! Laden, laden, laden. Nein, laden, Bloodies. So, jetzt muss ich das jetzt mal ausmachen. Und wieder von vorne anfangen. Das muss sein, Brudis. Das muss sein. Weil wir wollen es ja fangen, sie schließlich. So, boah, das... Ich erspare euch alles und wir sehen uns gleich wieder beim Fight von Groudon. Wo ich jetzt mit Curry King gleich anfange. Stream. So, ich möchte es unbedingt fangen. So, jetzt haben wir den nämlich in den Kampf geschickt. So, dann Erdbeben. Ich hoffe, dass es nicht alles abzieht. Okay, Fraps hat vollkommen seine Tage gerade. Fraps! Mein Gott, Alter, Mann! Doch Gott, Freunde. Fraps, bitte hör doch auf zu lecken! Was ist dein scheiß Problem jetzt schon wieder? Mein Gott, ey. So ein Scheißprogramm, ey. Ohne Müll. So, nochmal Erdbeben. Was ist da los? Jetzt hör auf damit, du Penner. Fraps, hör auf. Muss doch nicht sein, jetzt hör auf, Mann. Bist du eigentlich dumm im Gehirn, scheiß Fraps? Mein Gott, ey. Fraps ist so scheiße. So, jetzt machen wir noch einmal Drachenklaue. Ich bin... Nee. Oder? Drachenklaue, komm. Es müsste, glaube ich, nicht so viel abziehen, weil es ja keine Schwäche ist. Ja, doch. Passt. Passt ungefähr. Der Schaden ist ganz okay. So, Bälle. Hyperball, er schläft sogar. Das ist sogar noch ein größerer Fanggrund.
Nein! Aber wie kann es sich befreien, wenn es schläft? Tja, geil! Das ist das perfekte Pokémon gegen Groudon. Finde ich zumindest. Was will Groudon gegen den tun? Nur Flammensturm. Und Flammensturm bringt jetzt nicht so viel gegen mich. Gegen dieses Pokémon hier. Ja, bringt nichts, Digi. Tja, ne? Ne, ich versuche jetzt keinen Ball, sondern ich mache jetzt eine sehr schwache Attacke. Und zwar Knirscher. Das müsste nicht so viel abziehen wie Drachenklaue. Yes! Erdbeben bringt auch nichts. Wie nice. So, dann können wir jetzt den Hyperball werfen. Wir haben noch 50 Stück. So, komm, Groudon. Komm in meinen Besitz, Brudi. Muss das sein? Okay, wir fiebern hier mit. Och, nee. Okay, da muss ich hier erstmal eine Erdbeben wieder reinhauen. Alles klar. Muss ich halt noch ein Erdbeben draufhauen. So, und jetzt eine Drachenklaue noch. Hinterher. Drachenklaue, yeah. Und noch einmal den Knirscher, yeah. So, Knirscher, bitch, please. Okay. Gut. Das bringt dir nichts. Sehr schön. Jetzt können wir wieder den Beutel machen und Hyperball. So, 49 Mal haben wir das noch. Bitte. Fang ihn endlich. Ich möchte noch die Arena machen. Bitte. Ach du Viech! Sehr schön. Mach lieber solche Attacken. Mach lieber nur noch solche Attacken. Dann bist du echt cool. Komm, Hyperball. Jetzt fange ich dich endlich mal. Komm schon, du hast wenig KP. Och, du Penner, Mann. Du hast nur noch wenig KP, du Wichser. Ey. Du hast erstens wenig KP. Zweitens, was? Hyperball ist gut. Ja. Nee, das hat nur einen Grund. Der hat wenig KP. Och, du Wichsviech, ey. Lass dich doch jetzt mal fangen, du Penner. Och, nicht schon wieder. Muss ich schon wieder Erdbeben machen, oder was? Dein Ernst, Bruder? Mein Gott. Das ist auch nicht dein Ernst, jetzt. So, Drachenklaue, komm. So, schlaf weiter, tief und fest. Jetzt muss ich nur noch einmal Knirscher machen. Und ich hoffe, dass du noch schläfst. Das wäre schön. Und dann fange ich dich mit dem Hyperball, hoffe ich zumindest. So, genau. Sehr schön. Och, muss das sein? Hyperball. Komm, let's go. Wir hätten noch einen Meisterball. Och, du Wichsviech, ey. Oh, muss das sein? Du Kackviech, ey. Das nervt langsam, ne? Du kleiner Wichsfrach. Genau, Erdbeben. Oh, sehr schön. Sehr schön gleich. Super. Jetzt passt das perfekt. Ich glaube, die Stärke wurde irgendwie erhöht von Curry King oder seine Verteidigung ist gesunken oder sowas. Ich weiß es nicht. Komm schon. Och, muss das sein, bitte? Er schläft doch noch. Was will das schon tun noch? Wie will er sich überhaupt aus dem Ball überhaupt befreien, Mann? Jetzt töte den, jetzt hol den mal. Komm schon, Bruder. Och, komm schon, Mann! Groudon ist echt viel zu schwer zu fangen, Mann.
Irgendwann muss ich doch genug Glück haben, dass das jetzt funktioniert, oder? Komm schon, jetzt sei mal nicht so ein Arschgesicht. Weißt du was? Du kannst mich mal. Ich versuche mal einen anderen Ball. Was habe ich denn hier noch für Bälle? Komm, wir machen einen Premierball. Vielleicht hat es eine bessere Chance. Sieht doch so aus, oder? Och, Mann! Scheiße! Das ist die einzige Attacke, die wenigstens was abzieht von denen. Darauf, von der Attacke habe ich ziemlich Schiss, weil... So könnte nämlich mein Curry King sterben. Der Premierball, mach was du kannst. Bitte. Yes! Growdown, wir haben dich! Aber wir bekommen sogar trotzdem Erfahrungspunkte. Saugeil, Junge. Curry King, du bist geil. I love you, Mom. Ich liebe dich, Alter. Ich liebe dich, Curry King. So, wir haben Growdown jetzt. Okay, sorry. Joker, es ist vorbei. Joker, was wären wir nur ohne dich? Richte deinen Blick nach oben. Dank dir ist der Himmel über Cineroville wieder wie zuvor. Irgendwie wird mir ganz warm ums Herz. Ergießt sich nun etwa all die Energie, die sich in der Urzeithöhle angesammelt hatte, über die ganze Welt? Auf einmal kommen mir all meine Sorgen und Ängste vorhin unsinnig und unbegründet vor. Mir ist, als sei mir ein gewaltiger Felsbrocken vom Herzen gefallen. Meer oder Land, Pokémon oder Menschen. Wir hatten beide nur unsere eigenen Ziele im Kopf. Uns ging es nur darum, selbst zum Glück zu finden. Ob dabei jemand drauf geht, hat uns nicht gekratzt. Aber jetzt ist alles wieder im Lot. Die Welt hat sich Gleichgewicht wieder gefunden. Höchste Zeit, die Gelegenheit beim Shop zu packen und einen klaren Schnitt zu machen. Findest du dich auch, Mark? Ja, vermutlich hast du recht. Doch in meinem konkreten Fall sieht die Sachlage etwas anders aus.
denn es gibt bestimmte Fehler, die man schlicht und einfach nicht wieder gut machen kann. Ich habe solch unendliche große Schuld auf mich geladen, indem ich mich auf schamlose Weise an dieser Welt vergangen und sie sogar an den Rand der Auslöschung getrieben habe, dass ich, nun, dass ich es wohl nicht verdiene, dass man mir verzeiht und einen neuen Anfang gewährt. So, glauben Sie mir, ich möchte nichts beschönigen. Sie haben große Fehler begangen und somit nicht nur Ihre Untergebenen, sondern alle Lebewesen auf diesem Planeten in Lebensgefahr gebracht. Doch gerade deshalb sollten Sie es als Ihre Pflicht ansehen, einen Neuanfang zu wagen. Widmen Sie Ihr gesamtes Leben der Aufgabe, Ihre Fehler aus eigener Kraft zu beheben und Ihre Folgen zu lindern. Sich seiner Verantwortung ohne Ausflüchte und Entschuldigungen zu stellen, das ist es, was einen Erwachsenen ausmacht, nicht wahr? Sollten Sie diese Ansicht teilen, werde ich als Mitglied des Vorstandes von Team Magma bis in alle Ewigkeit treu und voller Gewissenhaftigkeit an Ihrer Seite dienen. Kalle, vielen Dank. Ich sag euch was, irgendwann wird der Tag kommen, an dem wir diese Welt an euch Knirpse abtreten müssen. Aber was für eine Welt wollen wir euch hinterlassen? Das ist das Erste, was wir herausfinden müssen. Wir sitzen alle im selben Boot. Deshalb meine Frage, wollen wir uns wirklich weiter in die Haare kriegen, bis einer von uns alleine am Steuer steht? Oder reißen wir uns alle am Riemen und versuchen, diesen alten Kutter zusammen in den Hafen zu steuern? Diese Frage müssten nicht nur Team Aqua und Team Magma endlich untereinander klären, sondern wir alle. Und wenn ich sage, wir alle sage, dann meine ich auch wir alle. Restlos. Du warst imstande, den blauen Edelstein einzusetzen, also dürftest du wohl auch hiermit umgehen können. Gib dies Grodon zum Tragen. Damit kannst du seine Protomorphose nach Belieben auslösen und kontrollieren. Nice. Also dann mach's gut, Kleiner. Auf bald. Team Magma und Team Aqua haben völlig verschiedene Denkweisen und Ziele. Ich hoffe, dass es mit ausreichend Zeit selbst so gut verschiedenen Menschen gelingt, irgendwann einen Mittelweg zu finden. So etwas geschieht natürlich nicht von heute auf morgen. Aber ich hoffe, dass sie nach allem, was passiert ist, zumindest einen Schritt in die richtige Richtung geben. Viele Orte in den höheren Regionen sind im Wandel begriffen. Wandere mit offenen Augen durch die Welt und genieße all die neuen Eindrücke, die sich dir dort bieten werden. Aber fürs Erste empfehle ich dir, den Arenaleiter dieser Stadt herauszufordern. Arenaleiter Vasili, der uns nach Kräften unterstützt hat, wartet bestimmt schon auf dich. Aber sieh dich vor, er ist sehr stark. Andererseits, nach allem, was du geleistet hast, musst du dich bestimmt nicht vor ihm verstecken. Hier, das wird sich auf deiner langen Reise sicher als nützlich erweisen. Diese Flöte ist mir sehr ans Herz gewachsen. Probier sie unbedingt mal aus. Genau, das ist die Flöte für Latios. Oder Latias, ja gesagt. Die Öhrenflöte ist das Zeichen deiner innigen Freundschaft zu Latios. Egal wie weit ihr voneinander entfernt seid, sobald du diese Flöte erklingen lässt, kommt Latios im Windeseile herbeigeflogen. Latios wird dich dann auf seinem Rücken durch die Lüfte tragen. Genau wie damals, als wir zur Insel im Süden gereist sind. Genau, mit dieser Flöte entdecken wir neue Gebiete. Die Menschen, die Pokémon und die Natur. Vielleicht wurde nun endlich die Grundlage dafür geschaffen, dass alle Lebewesen auf diesem Planeten mehr Rücksicht aufeinander nehmen und in Einklang miteinander leben können. Ich kann es kaum erwarten, Zeuge zu werden, wie sich unsere Welt in Zukunft verändern wird. Joker, ich frage mich, was für Eindrücke diese Welt bei dir hinterlassen wird und was für Träume du zusammen mit deinen Pokémon nachjagen wirst. Sollte uns das Schicksal aber mal zusammenführen, hoffe ich sehr, dass du mir und meinem Team diese Frage beantworten kannst. Mach's gut! Puh, endlich sind wir wieder unter uns. Nochmal vielen Dank für alles, Joker. Obwohl wir damals gemeinsam von Wurzelam aus aufgebrochen sind, warst du mir immer mindestens einen Schritt voraus. Irgendwann kamst du mir dann unerreichbar fern vor. Ich habe mich irgendwie einsam gefühlt ohne dich. Haha, ich mach doch nur Spaß, keine Sorge, war nur ein blöder Witz. Du hast wirklich Unglaubliches geleistet. Am besten gönnst du dir jetzt erstmal etwas Ruhe. Bis bald. Ja, ich muss wirklich zum Pocket Center. Ab geht's ins Pocket Center, Freunde. Wo bin ich hier? Sobiris Need. Bringt mir aber nichts, weil Sobiris hier nicht gibt. Toll.
Bringt ja voll was. So, ich verstehe diese Stadt nicht. Wo ist jetzt die Arena? Wurde ja gesagt, das dieses Pocket Center. Hier ist nix, dann heißt das, dann können wir nur nach links gehen. Oder hier, aber das ist komplett falsch. Na, jetzt gerade noch hier entlang. Geht's hier nach unten lang? Nö. Okay, das heißt, wir können nur hier nach links lang. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wohin. Ich verstehe diese Stadt nicht. Bin ich der Einzige, der sie nicht versteht? Ach, jetzt weiß ich, wo ich lang muss. Ich muss ja irgendwie nach oben kommen, ne? Hier irgendwie nach oben. Wie komme ich da hin? Ah, hier so. Ach so, bin ich blöd. Ja, hier entlang muss ich hin. Ne, ich muss hier nach rechts, oder? Ne, nach rechts auf keinen Fall. Ich fliege mal. Ich fliege nochmal zu Cineroville. I don't know. Ich will eigentlich den Part beenden, aber ich möchte jetzt zur Arena wenigstens. Ich verstehe es einfach null, wo ich hier bin. Also flog ich nochmal zurück. Ist ein bisschen verwirrender als sonst. So, hier. Okay, Pocket Center. Gehe ich gleich mal rein. Und dann zur Arena, würde ich sagen. Und dann können wir ja uns schon mal auf den Weg machen zur Siegestraße, Brudis. So, wir müssen aber erstmal den Typen da besiegen. Natürlich, das ist klar. Und wo ist der Typ? Wo ist die Arena überhaupt? Wenn ich es wüsste, dann würde ich dahin gehen. Wo ist der Pisser? Ah, jetzt weiß ich, wo der ist. Der war hier links dann. Hier sind wahrscheinlich gar keine Pokémon, oder? Keine wilden Pokémon. Hier ist die Arena. Genau, und da werden wir uns im nächsten Part sehen, Freunde. Haut rein. Ciao, bis zum nächsten Part von Pokémon Omega Rubin.